Hoffe, ich sie mir heute noch verwenden werde. Nicht mehr auf, weil so lange wird die Folge nicht mehr gehen. Und dann bin ich drüber und fuh. Bum, na na na, bum, 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 bum. Und rein und das reicht nie und neben. Na gut, dann können wir uns jetzt mal kurz draußen. Wir brauchen jetzt erstmal noch eine Tür, wo wir gerade dabei sind. Das ist noch das Problem, dass uns hier Tiere besuchen und ich mag keinen Besuch von Tieren. So. Lalalala. Ich jetzt hier gleich in Ruhe haken möchte. Zack, so. Sieht zwar scheiße nebenbei aus, aber na gut. Es ist funktionsmäßig gut. Hier kommt, hallo? So. Hallo. Ah ja, bei hier wächst überall, wenn noch Gras drauf wächst, muss man das jetzt auch abarbeiten. Irgendwo in Grass Mod, aber na gut. Und normal kriegt man Samen aus der Erde, aber wir haben ja gerade so viel Glück, dass wir so viel Samen kriegen, dass wir davon gar nicht genug haben. Einmal. Das stört mich jetzt gerade so ein bisschen, dass man den White Grass Mutter auch immer runterhaken muss. Das macht die Hake nur Schrott. Ich hoffe mal nicht, dass es Schäden bringt an der Hake. Das wäre mies. So, danke. Lalala, zwei Samen haben wir bisher. Hey, das ist ja eine Menge. Nichts. Nebenbei gesagt. Mehr als 4 Folgen habe ich mir geschworen, heute nicht aufzunehmen als letzten Folgen. Ich möchte da jetzt auch bei bleiben. Deswegen mal gucken, ob wir mit dem Dach noch das Dach noch fertig kriegen. Ich bezweifle es gerade. Danke. Ah, scheiße. Ich will nicht auf die Felder drauflaufen, weil sonst gehen die wieder kaputt und dann darf ich die neu. Lalala. Ups. Das Getreide wirklich da immer in den Ritzen dazwischen liegen bleibt, das ist natürlich auch ganz praktisch. Und ihr könnt euch denken, eine Eisenhake geht um einiges schneller kaputt als das Ding hier, weil da haben wir, eine Steinhake, meine ich. Da haben wir jetzt eine Eisenhake und die hält schon ein bisschen mehr aus, aber ihr seht, die geht jetzt auch schon langsam dem Ende zu. Und Samen, schön. Samen hat ein Mann gefunden in der Erde und so. Na egal. Das Problem ist, mit Schleichen kommt man nicht wieder diese Treppen hoch. Na egal. Und für jedes abgeerntete Getreide, ich glaube, kriegt man einmal, für jede Pflanze kriegt man get einmal ein Getreidebündel. Aus 3 kann man sich eben Brot machen. Und immer 2 Samen, soweit ich weiß. Und wenn das hier dunkel wird, dann ist es eben gedüngt durch durch das Wasser und es wächst eben noch schneller. Nur mal so als Nebeninfo. Und wir müssen eben die ganze Zeit rechts klicken, wie ein Bekloppter. Das auch. So, ich schon unser Haus. So, noch eine Reihe. Dann haben wir es fertig. Ich hoffe, hier spawnen wirklich keine Tiere. Das wäre mies. Aber ich glaube, dass wohl auch das Bambus drauf wächst, mache ich jetzt auch noch kurz. Nur als Sicherung, damit hier keine Tiere spawnen, weil die spawnen immer auf Gras. Müssen können wir die Samen noch draus, das ist auch schön. Mit dem Wild Grass stört mich gerade schon extrem, weil normal geht das viel schneller hier, ey. Oh. Jetzt machen wir das da hinten auch noch wieder. Lalala. Und wie machen wir das hier? Da machen wir es folgendermaßen. So. Weil ich will auch nicht. Das ist ein kleiner Fleck, ey. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Tiere spawnen können. Hühner vielleicht? Ich weiß gar nicht, wie viel Platz die brauchen zum Spawnen.
Kann sein, dass sie nur einen brauchen. Das wäre natürlich dann ungünstig. Und die sich für einmal das Feld haken, haben wir komplette Hackfass draufgegangen. Und wir haben gerade mal 4 zusammen. Okay, das ist gar nicht mal so viel, wenig. Vier ist der Mittelgang. Hoppala. Und wir machen erstmal nur auf dem Gedüngten, damit das auch möglichst gut und schnell wächst. So. Das Problem am Mieser sieht das meist sehr verdürrt aus, wenn das ausgewachsen ist. Und deswegen kann man sich gerne mal vertun, ob das jetzt richtig ist oder nicht. So, und ich denke mal, das Dach mache ich das noch fertig. Wie viel Holz habe ich denn noch? So viel Holz, 31. Probieren wir mal, ob das reicht. Ich denke mal eher nicht, aber gut. Probieren kann man es ja mal. Natürlich, wenn man so eine Scheiße baut, läuft das immer sehr gut. Ist das Wasser gefallen? Nee, gut. Ja. Natürlich haben wir jetzt nicht genug Wolle, aber ich gehe jetzt nicht noch nach Schafen suchen. Ich glaube nicht, während der Nacht mache ich das jetzt noch. Nein, aus. Nein, oh. Das reicht nicht. Aber ich wollte hier hier oben vielleicht noch Fenster reinziehen. Reicht das überhaupt für ein zweites Stockwerk? Warte mal, wo muss man 1, 2, 3, 4? 1, 2, ne, das reicht nicht für ein Stockwerk. Ich nur so 1, 2 habe. Hier direkt so über mir ein Stock Stein hätte. Obwohl, doch, so ein, als Stein, da, Oberwerk ginge das sogar. Machen wir mal, warte mal, 1, 2, 3. Kommt hier die Wand? Ne, passt ja überhaupt nicht. Ich muss ja noch ein Unter... 1, 2, 3. Oh, ne, passt nicht. Da hätte ich hier auch... Wären wir so richtig beengt. Wollen wir so ein beengtes Gefühl haben? Hätten wir so ein Dachboden, wo wir lagern und alles könnten. Wo, das können wir hier unten, ja. Ich will hier irgendwie noch Fenster reinziehen, ein bisschen. Hier ist so eine große Glaswand. Warte mal, hier ist eine Mitte. Lalala. Ziehen wir doch einfach mal hier eine Glaswand rein. Ist zwar jetzt nicht so Bauernstyle und so, aber... Erstens kriegen wir da ein bisschen Holz und das hat viel. Da müssen wir hier hinten eben auch noch irgendwas Schickes bauen, wie so ein Blumengarten oder irgendwie sowas. Ja, also, warte mal, hier ist die Mitte, ne? Gut. 1, 2, 1, 2. So. Müssen wir da hinten zwar noch die Erde abtragen, aber ich glaube, es ist jetzt nicht das Problem, das zu machen. Wenn das nicht gefällt, könnt ihr mir das ja sagen, dass es vielleicht hier ein bisschen zu protzig für eine Bauernbude ist. Boah, Alter, Ruckel. Ja, okay, es sieht jetzt ein bisschen schon protzig aus, aber wir haben jetzt eben ein bisschen Holz und wenn wir eben wieder ein bisschen Holz haben, okay, das zur Not auch wieder wegmachen, aber ich sehe jetzt auch erstmal übergangsweise. Also dieses Dach, das nicht fertig wird. Geil. So war das ja auch für die letzten Folgen geplant. Wir haben auch noch keine Beleuchtung hier. Hier machen wir schon mal außen welche dran. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich reicht. Vielleicht machen wir einfach mal an manche Stellen. Ja, ich hole mal kurz noch die anderen Trittbretter, weil ich will vielleicht auf manchen einfach ein Doppelt drauf machen. Nein, da. Sie an manchen Stellen eben Doppelte machen, um dann eben die als Beleuchtungsblöcke zu nutzen. Vielleicht da. Und dann nochmal hier. Einfach so drüber laufen, ist ja nicht die Sache. Und dann nochmal hier. Reicht das? Ich weiß nicht, ob Vögel einem das hier kaputt machen können. Das ist das Problem. Vielleicht müssen wir sonst echt mit Wänden und so arbeiten. Aber scharf, 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 scharf. Scharf? Nee. Nein, Bär, hau ab. Na, jetzt... Da war ein Schaf, ich will schnell hin. Das hat vielleicht 3 Wolle oder so. 3 Wolle? 2 Wolle, du Scheißvieh. Na gut, so, machen wir es kurz fertig. Hep, lalala. So, mehr als 40 Minuten kann ich aber leider heute echt nicht aufnehmen. Es geht vom Timing und alles gerade nicht, leider. Und ich denke mal, weil das Dach und so wird ja nur Holz reingesetzt und die Wolle, das werde ich dann jetzt noch vor der Pause offscreen machen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bisher Minecraft das Let's Play und wir sehen uns dann in einem Monat oder wieder, wann Dead Space eben beendet ist.
Ich hoffe, ihr seid nicht traurig oder so. Ich will ja nicht aufhören oder ähnliches. Aber es gibt jetzt mal eben nochmal Pause. Ich will mal auch mal ein bisschen relaxen von dem Spiel, weil ich habe momentan auch nicht mehr so wirklich die Lust durch Server und so ein bisschen auch daran verloren. Und deswegen verabschiede ich mich für einen Monat oder ähnlich. Ich weiß ja nicht, wie lange es dauern wird. Von euch und von Let's Play Minecraft und wir sehen uns nach der Pause wieder, wenn wir noch großartige Sachen bauen, wie die Burg, die Monsterfallen, die wir da hinten geplant werden. Und ich bin's, der LP05 und wir sehen uns dann wieder. Bis dann.